Bei der Suche nach verrückten Geschichten lässt eine Nation uns nie im Stich. Die USA. Wir haben wieder die neuesten Stories aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten aufgespürt. Warum dieser Delfin Dutzende andere Tiere retten könnte. Wieso mitten in einem Einkaufszentrum ein einzelnes Wohnhaus steht. Und mit welcher Idee er hier seinem großen Vorbild Elon Musk nacheifern will. All das jetzt bei Galileo 360 Grad. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Galileo 360 Grad. Endlose Wildnis, Gletscher, wilde Tiere. Willkommen in Alaska, dem nördlichsten Bundesstaat der USA. Hier ist es normalerweise eher einsam, aber an einem Wochenende im Spätsommer sieht es hier so aus. Das ganze Land kommt ins beschauliche Örtchen Palmer, denn dort findet einmal im Jahr die State Fair statt. Was es hier zu sehen gibt? Riesengemüse. Ausgestellt und prämiert werden Kohlköpfe von über 30 Kilogramm, Monsterkürbisse und andere Giganten. Crazy USA. Platz 10 startet im Garten von Dale Marshall. Der Titelverteidiger will auch dieses Jahr den Preis für das größte Gemüse des Jahres absahnen. Im vorletzten Jahr hat er mit einem gut 900 Kilo schweren Kürbis einen Rekord aufgestellt. Das will er dieses Jahr noch übertreffen. Und das ist sein Favorit. Wir brauchen etwas, um die Dimensionen zu erfassen. Sie sind gigantisch. Das hier ist eine einzige Pflanze? Ja, ja, 65 Quadratmeter und alles eine Pflanze. Ja, richtig gehört. In diesem Gewächshaus befindet sich eine einzige Kürbispflanze. Morgen will Dale seinen Riesenkürbis zum Rekordwiegen auf die State Fair bringen. Aber dazu muss er ihn erstmal aus dem Gewächshaus bekommen. Er geht es praktisch an. Ich habe den ganzen Winter Zeit, es wieder aufzubauen. Ich hab's ja schon oft gebaut. Das genaue Gewicht des Kürbisses kennt niemand. Aber Dale schätzt ihn auf knapp 1000 Kilo, so viel wie ein Kleinwagen. Deshalb ist Kumpel Bruce auch mit dem Kranwagen gekommen. Damit er beim Heben nicht beschädigt wird, haben die Kürbiszüchter eine Spezialvorrichtung gebaut. Jetzt kommt der spannende Teil. Halten die Seile das Gewicht? Ist der Kürbis in sich stabil genug? Letztes Jahr ist Dales Baby während des Hebens zerbrochen. Zur Absicherung hat er deshalb dieses Jahr zwei Riesenkürbisse gezüchtet. Diesmal scheint es bei beiden gut zu gehen. Yeah. Setz ihn ab! Sit down. Am nächsten Tag macht sich Dale frühmorgens auf den Weg nach Palmer zum Preiswiegen. Für ihn wird es spannend. Kann er seinen eigenen Rekord von 900 Kilo brechen und vielleicht einen neuen Weltrekord aufstellen? Kathy Liska ist für die Riesengemüseausstellung verantwortlich. Das Riesengemüse muss man einmal im Leben gesehen haben. Wir halten verschiedene Weltrekorde. Allein in meine Zeit fallen 25 Weltrekorde. Aus ganz Alaska reisen die Menschen an, um das gigantische Obst und Gemüse zu begutachten. Wir haben als Vergleich mal eine normale Tomate daneben gelegt. Ist wirklich ganz schön groß, oder? Und jetzt kommt's noch dicker. Jetzt geht's um den Titel Größtes Gemüse des Jahres. Die Kürbisse von Dale werden gerade reingefahren. Das Publikum wartet schon gespannt. Kann Dale seinen Rekord von 900 Kilogramm knacken? Er wiegt zwischen 600 und 700 Kilo. Hoffe ich. Die Jury ist pingelig. Jeder Erdkrumen wird abgekratzt. Am Ende sind es 670 Kilo für den ersten Kürbis. Da hat Dale mit seiner Schätzung ins Schwarze getroffen. Seine Hoffnung ruht auf Nummer 2. Kann er mit diesem Giganten seinen eigenen Rekord brechen? 1603,5. 727 Kilo, 10% weniger als ich gehofft hatte. Aber so ist es eben. Ein bisschen enttäuscht ist Dale, aber den ersten Platz macht ihm mit diesen Kürbissen trotzdem niemand streitig.
Crazy USA. Sie bringen Essen und Getränke oder auch komplette Einkäufe. Sie sind leise, umweltfreundlich und 24 Stunden im Einsatz, ohne müde zu werden. Autonome Roboter gelten als die nächste Evolutionsstufe im hart umkämpften Liefermarkt. In den USA sind solche Fahrzeuge schon seit Jahren erlaubt und deshalb in vielen Großstädten und Ballungsräumen bereits im Einsatz. Und sie werden immer weiterentwickelt. Wir reisen nach Houston. Die viertgrößte Stadt der USA ist seit kurzem das Testgebiet für autonome Fahrzeuge. Warum, erfahren wir von Jesse Bounce, Innovationsdirektor der Stadt. Wir sind die vielfältigste Stadt in den USA. Wir haben eine gemischte Bevölkerung und sehr unterschiedliche Straßenbedingungen. Dichter Verkehr im Stadtzentrum, schnell wachsende Neubaugebiete und ländliche Regionen. Eine perfekte Ausgangslage, um autonomes Fahren zu testen. Auch der weltweit führende Roboterlieferdienst Starship ist in Houston aktiv. Über 1,5 Millionen Sendungen haben seine Roboter bisher transportiert. Sie sind die einzigen, die vollständig autonom ohne menschliche Überwachung fahren. Sie bewegen sich auf dem Gehweg und haben mit 6 Kilometern einen großen Aktionsradius. Unterwegs sind die Maschinen in ausgesuchten Gebieten, zum Beispiel auf dem Unicampus. Starship wiegt 100 Kilogramm, verfügt über 12 Kameras und kann vom Paket bis zum Lebensmitteleinkauf alles transportieren. Einzigartig sind seine 6 Räder, die ihn besonders beweglich machen. Nur so lassen sich die Roboter sinnvoll einsetzen, glaubt Regionalmanager Mike Lambert. Unser Roboter kann die vorderen Räder anheben, um über kleine Hindernisse oder einen Bordstein zu fahren. Dabei bleibt seine Karosserie in der Waagrechten. Wenn es also um Lebensmitteltransport geht, zum Beispiel Pizza, kann nichts verrutschen und Flüssigkeiten können nicht auslaufen. Auch der von Toyota entwickelte Neural R2 ist in Houston unterwegs. Seine Entwickler verfolgen ein komplett anderes Konzept. Statt auf dem Gehweg fährt er wie ein Auto auf der Straße. Bis zu 25 Meilen ist er schnell und das einzige vollautonome Fahrzeug, das bislang für die Straße zugelassen ist. Über 90% aller Unfälle werden durch menschliche Fehler verursacht. Wir glauben, dass autonome Fahrzeuge unsere Straßen sicherer machen werden. In Zukunft sollen möglichst alle Lieferfahrten in Houston vom R2 ausgefahren werden. Die Kapazität dafür hat er. Er ist 1,80 Meter hoch und wiegt 680 Kilogramm. Sein Laderaum ist groß wie ein Autokofferraum und fast 12 Einkaufstüten. Das reicht selbst für den Wocheneinkauf und große Pakete. Bislang liefern ein Supermarkt und eine Pizzakette mit dem R2 aus. Das Beispiel Amerika zeigt, dass autonome Lieferdienste keine Zukunftsmusik mehr sind. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie auch auf unseren Straßen ein normaler Anblick sind. Ob das nur Vorteile hat, muss sich zeigen. Schließlich verdienen viele Menschen mit Kurierfahrten ihren Lebensunterhalt. Crazy USA. Platz 8 führt uns in den US-Bundesstaat Vermont im hohen Norden. Die Kleinstadt Burlington erwacht gerade aus ihrem Winterschlaf. Ziel von Reporter Johannes, ein Backsteingebäude mitten in der Innenstadt. Bis vor kurzem war es eine Filiale der größten Kaufhauskette Amerikas, Macy's. Doch jetzt die Burlington High School, eine Schule im Kaufhaus. Kann das wirklich gehen? Das wollen wir uns genauer anschauen. Um 9.30 Uhr ist die erste Schulstunde vorbei. 509 bis 12 Klässler strömen jetzt Richtung Rolltreppe. Denn dort, wo mal Kunden von der Möbel- in die Textilabteilung gefahren sind, sind jetzt Schüler unterwegs. So auch Nolan. Der 11-Klässler ist gerade auf dem Weg zur Mathestunde. Ja, wir dachten alle, dass das ein Witz ist. Keiner konnte sich vorstellen, bei Macy's zur Schule zu gehen.
Wir kannten nur unsere alte Schule. Ein ganz normales Gebäude, in das man zum Lernen geht. Und jetzt bin ich hier und es wirkt immer noch so, als ob man eigentlich zum Shoppen gekommen ist und nicht in die Schule. Kein Wunder. Wir schauen uns genauer um und entdecken immer mehr Kaufhaus. In vielen Klassenzimmern hängt noch die Modewerbung. In den Regalen der Bibliothek war mal das feine Porzellan des Kaufhauses ausgestellt. Jetzt stehen hier bestens beleuchtete Bücher. Und Nolans Mathestunde? Die findet in der ehemaligen Möbelabteilung statt, samt knallrotem Kaufhausteppich und Tennisbällen an den Stühlen, damit der Teppich nicht kaputt geht. Lehrer Kaufi kann sich gut an diese Ausstattung erinnern, von früher. Ich bin früher so ein, zweimal im Monat hierher zum Einkaufen gekommen. Und an diesen roten Teppich kann ich mich sehr gut erinnern. Auch daran, wo die Kassen standen, was es wo zu sehen gab. Ich finde das richtig klasse, weißt du? Dass dieser rote Teppich jetzt zu uns gehört. Fühlt sich fast an wie in Hollywood. Mathe wie bei der Oscarverleihung. Der Lehrer nimmt's mit Humor. Aber mal im Ernst, warum findet der Unterricht denn nun hier statt? Warum gibt es die Schule im Kaufhaus überhaupt? Wir fragen nach bei Direktorin Lauren. Am ersten Schultag letztes Jahr haben wir einen Anruf von der Gesundheitsbehörde bekommen. Die haben in unserem alten Gebäude Chemikalien in der Luft gefunden. Niemand durfte sich mehr in der Schule aufhalten. Und wir mussten sie am selben Tag noch schließen. Wir haben uns auf die Suche gemacht und mit vielen Leuten in unserer Gemeinde gesprochen. Zunächst erfolglos, bis jemand sagte, was ist denn mit dem alten Macy's Kaufhaus? Ich kenne die Besitzer. Soll ich mal anrufen? Doch ist die Kaufhausschule langfristig wirklich eine Lösung? Was uns auffällt, die Klassenzimmer haben keine Decken. Sie sind alle nach oben offen. Nur so kann Luft durch das riesige ehemalige Kaufhaus zirkulieren. Wir sind so leise wie möglich, aber man kann nicht kontrollieren, was nebenan abgeht. Oft ist da eine andere Matheklasse. Und wenn die Algebra machen und wir gerade Integralrechnung, dann wird man da schon verwirrt. Sich da zu konzentrieren ist ganz schön schwierig. Nach der Doppelstunde Mathe geht's zum Sportunterricht. Ich mache mich jetzt auf in die Turnhalle. Das war früher das Lager, haben sie uns gesagt, wo die überschüssige Ware stand. Direkt hier vorne geht's rein. Ja, bis vor kurzem stand hier noch alles voller Kartons und Regale. Dank neuem Gummiboden und einem neuen Anstrich ist das Lager umfungiert zur Turnhalle. Und die funktioniert. Irgendwie zumindest. Not macht eben erfinderisch. Das ist wohl das Motto der Burlington High School. Denn bei einem sind sich die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und auch Direktorin Lauren einig. Die Kaufhausschule ist allemal besser als ewiger Online-Unterricht. Unser Eindruck, die Schule im Kaufhaus funktioniert. Wenn auch mit Abstrichen. Eine clevere, temporäre Lösung also. Aber auf Dauer ist eine normale Schule einfach sinnvoller, auch wenn die Kids hier die Rolltreppe bestimmt vermissen werden. Crazy USA. Für Platz 7 sind wir in Washington. Unser Reporter Torben will sich ein Naturschauspiel ansehen, das hier alle 17 Jahre passiert und angeblich vor allem laut ist. Und sobald Torben in die Nähe von Pflanzen kommt, sind sie da. Zikaden, sehr viele Zikaden. Einen Kilometer vom Weißen Haus entfernt haben sich die Käfer versammelt und singen vor sich hin. Es ist eine unfassbare Geräuschkulisse hier. Von überall, von links und rechts, von oben und unten, fiept und schiebt und zirpt es. Torben ist beeindruckt. Doch viele müssen rund um die Uhr mit dem Lärm leben. Wie das ist, weiß Bibliothekarin Ashley. Es ist so laut. Es ist unfassbar laut. So laut war es noch nie, seit es angefangen hat. Je wärmer es wird, desto lauter wird es. In Ashleys Garten lärmen Hunderte der Zikaden gleichzeitig. An der gesamten Ostküste sind gerade Milliarden Käfer unterwegs. Sie sind sehr groß und gruselig. Sie sehen aus wie Alien-Käfer aus einem 60er-Jahre-Horrorfilm. Tiefrote Augen.
riesige Flügel und rund 2 bis 3 Zentimeter lang. Die Zikaden der Gattung Brood 10 sind echt zum Erschrecken. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Zum Glück sind die Käfer ungefährlich für den Menschen. Sie fressen nicht mal Pflanzen, sondern trinken deren Säfte. Das Einzige, was leidet, ist unser Gehör. Es fühlt sich an, als wäre man stundenlang auf einem Rockkonzert. Irgendwann tun die Ohren weh. Bis zu 100 Dezibel sind die Zikaden laut. So laut wie eine Kettensäge. In 1 Meter Entfernung. Floyd Shockley ist fasziniert von den lärmenden Käfern. Er ist einer der führenden Insektenkundler der Welt und fängt gerade ein paar Exemplare für die Sammlung des Smithsonian Museums. Doch was macht die Käfer so besonders? Sie sind nicht das ganze Jahr unterwegs. Sie leben nur rund 1 Monat. Dann sehen wir sie 17 Jahre lang nicht mehr. Denn 17 Jahre leben und wachsen die zyklischen Zikaden unter der Erde, um dann, so wie jetzt, gemeinsam aufzutauchen. Doch woher wissen sie, dass genau 17 Jahre vergangen sind? Sie messen das Pulsieren des Baumes, wenn der sich in den Jahreszeiten verändert, wenn er Ringe hinzufügt. Das sagt den Zikaden, ein Jahr ist vergangen. Sie haben eine molekulare Uhr in ihrer DNA, die die Jahre zählt und ihnen sagt, wenn 17 Jahre rum sind. Es ist Zeit, aufzutauchen. Das Timing ist für den Fortbestand ihrer Art entscheidend. Die wehrlosen Käfer kommen zeitgleich zur Welt, damit wenigstens ein paar von ihnen überleben. Diese 8 werden nicht zu den Überlebenden zählen. Und auch viele andere nicht. Denn Köchin Zeng hat eine Lösung für die lauten Störenfriede gefunden. Sie macht aus der Not eine Tugend. Ja, wirklich. Zeng frittiert die abgekochten Käfer mit Erdnüssen als Snack oder kocht sie mit vielen Gewürzen für Salattacos. Die Rezepte kennt sie aus ihrer Heimat Laos. Zeit zu probieren. Hau rein! Der Moment der Wahrheit. Wie schmecken die Zikaden? Oh mein Gott, das ist so gut! Oh wow, es ist unfassbar, wie lecker es schmeckt. Klar sind die Gewürze, aber es ist auch, die Zikaden selbst haben so einen leckeren Eigengeschmack, so eine Mischung aus Spargel und Shrimp. Es ist ein reiner Shrimp-Spargel, den ich hier gerade esse. Es ist unfassbar gut. Torben schmeckt es. Hoffentlich nicht allzu gut, denn bis es dieses Zikadengericht das nächste Mal gibt, muss er 17 Jahre warten. Wir sind in Arizona, dem Wüstenstaat im Südwesten der USA. Das hier ist die nächste Generation amerikanischer Cops. Sie nehmen an einem einwöchigen harten Ausbildungskurs teil, eine Police Academy für den Nachwuchs. 54 Kinder und Jugendliche kommen heute an. Was sie erwartet? Harter Drill und ganz sicher nichts für schwache Nerven. Crazy USA, Platz 6. Gerade kommen die knapp 60 Jugendlichen im Trainingscamp für zukünftige Cops ins Leben gerufen von der American Legion, der größten Veteranenorganisation des Landes. 21 solcher einwöchigen Camps finden jeden Sommer in ganz Amerika statt. Mit dabei die 16-jährige Zoe. Wir sind hier zwischen 11 und 19 Jahre alt. Ich finde es sehr wichtig, dass Leute in meinem Alter so ein Training mitmachen. Egal, ob man jetzt schon weiß, ob man zur Polizei gehen wird oder nicht, wir werden hier viel lernen. Direkt nach der Ankunft muss sich Zoe bei ihren Ausbildern melden. Und das ist nichts für schwache Nerven. Was hast du zu sagen? Kadett 53 meldet sich zum Dienst. Lauter! Ich schwöre auf die Flagge! Nimm deine Sachen, du hältst alle auf! Wir sind ziemlich baff. Die Jugendlichen werden hier erst einmal angebrüllt, wie in einer strengen Militärschule. Doch der Drill gehört mit zum Programm. Das Camp hat Tradition. Seit 40 Jahren werden hier die Cops von morgen ausgebildet. Der nächste Morgen, 5.30 Uhr. 54 angehende Cops machen sich auf zum 10-Kilometer-Lauf. Die Jüngsten sind 11 Jahre alt. Bei 35 Grad im Schatten ist das nicht gerade der Sommerurlaub, von dem viele Kids träumen.
Danach geht's direkt weiter. Uniformcheck in der Turnhalle. Hier treffen wir auch Zoe wieder. Sie ist in einer Familie aufgewachsen, die Polizei und Militär schon immer unterstützt hat. Auch ihr Bruder hat an diesem Camp schon teilgenommen. Viele denken, Polizisten verhaften nur Schwarze oder sie erschießen alle. Solche Sachen. Und die meisten haben entweder keine Zeit oder keinen Bock, sich auch die guten Seiten der Polizeiarbeit anzuschauen. Die Polizei ist für die Sicherheit der Bevölkerung da. Die beschützen dich und dein Land. Zoe hat bereits ein sehr positives Bild von der Polizei. Und auch bei den anderen Kindern soll sich das jetzt einprägen. Im Cop Camp gibt es jeden Tag auch Unterricht. In der ersten Stunde des Tages geht es um die sogenannten gefallenen Engel-Polizisten, die während ihres Einsatzes ums Leben gekommen sind. 48 Cops sind im vergangenen Jahr in den USA erschossen worden. Die Kids hier sollen sich die Namen merken und die Bilder immer bei sich tragen. In der nächsten Stunde übernimmt Ausbilder Chris. Er ist seit 18 Jahren im Polizeidienst und unterrichtet auch an einer regulären Polizeiakademie. Seine Spezialität Waffentraining, denn auch das steht im Kindercamp auf dem Programm. Wenn ihr eure Waffe nicht abfeuern wollt, dann haltet euren Finger niemals am Abzug, sondern direkt am Schlitten. Das ist super wichtig. Unser oberster Gerichtshof hat ein Urteil gefällt, das uns Polizisten in die Eigenverantwortung zieht. Wenn wir unsere Waffe unabsichtlich abfeuern, ganz egal in welcher Situation, ob es bei einer Kontrolle ist oder in einem Gefecht, wenn wir aus Versehen abdrücken, dann ist es immer unsere Schuld. Waffentraining für Kinder. Und es geht noch weiter. Es folgt das Praxistraining für die Teenager mit echter Einsatzausrüstung und Waffenattrappen. Das Szenario, das die Kinder hier beim Rollenspiel üben: Ein Kollege ist angeschossen und muss aus einem Haus befreit werden. Ich bin den Flur entlang bis zum Ende. Da habe ich gesehen, wie sie in einem der Zimmer gerade jemanden festnehmen. Deshalb habe ich darauf mit meiner Pistole gezielt. Dann hat mich gleich einer angeschrien und gesagt, wieso ziehst du gerade hierher? Das wusste ich selbst leider auch nicht. Ich habe gelernt, dass man aufpassen muss, wohin man genau zielt. US-Polizisten wird oft mangelnde Erfahrung und zu wenig Ausbildung vorgeworfen. Aber dass die Kids schon so früh auf Cop geschult werden, das ist für uns sehr befremdlich. Crazy USA. Für Platz 4 geht's nach Miami, eine echte Boomtown. An über 20 neuen Projekten wird zurzeit gebaut, auch in den Vororten. Mitten in Einfamiliensiedlungen entsteht in Coral Gables eine riesige Wohnanlage. Dort sind wir verabredet. Die Baustelle entdeckt unsere Reporterin schnell. Aber wo ist das Haus, nach dem wir suchen? Ich suche 2915 Coconut Drive. Ja, aber hier könnt ihr nicht weiter. Wir arbeiten da. Keine Durchfahrt erlaubt. Also machen wir uns zu Fuß auf, mitten durch die Baustelle. Nach 200 Metern entdecken wir tatsächlich ein kleines Haus und eine seitliche Eingangstür. Der Besitzer Orlando Capote erwartet uns bereits. Hallo. Hallo. Das ist ziemlich verrückt hier. Verrückt ist noch untertrieben. Wie verrückt will uns Orlando jetzt zeigen? Direkt vor seiner Haustür befindet sich der Bauzaun. Sein kleines Domizil, umzingelt von Hochhäusern. Es ist staubig und laut. Die Bauarbeiten gehen nonstop, von frühmorgens bis spätabends. Normalerweise fangen sie so gegen 7:30 Uhr morgens an. Ich verschwinde dann ins Büro und komme erst sehr spät wieder.
Orlando ist Bauingenieur. Er kennt sich also bestens aus. Auch wir wollen uns ein Bild machen und lassen eine Drohne steigen. Erst aus der Luft sieht man das komplette Ausmaß. Die neue Immobilie ist ein echtes Megaprojekt mit mehreren Wohnblocks und einer integrierten Shopping-Mall. 600 Millionen Dollar stecken hier drin. Und direkt in der Mitte Orlandos Haus, eingequetscht zwischen den neuen Gebäuden. Die Straßen, die mal vor und hinter seinem Haus verliefen, existieren nicht mehr. Aber wie konnte es dazu kommen? 2015 beginnt eine Immobilienfirma, Häuser in der Gegend aufzukaufen. Orlandos Nachbarn verkaufen alle. Ihre Häuser werden nach und nach abgerissen. Das Familienviertel verschwindet einfach. Nur Orlando weigert sich und lehnt Dutzende Angebote ab. Das höchste 900.000 Dollar, etwa 20% über Marktwert. Ja, das boten sie mir an. Ich hatte einen Vertrag über 900.000 Dollar in der Hand. Aber ich hörte von anderen Nachbarn, die das Geld genommen haben, dass sie sich davon kein neues Haus leisten konnten. Orlando will der Megabaustelle in Florida nicht weichen. Sein Ziel ist, die Bauarbeiten zu überstehen und dann hier wohnen zu bleiben. Dabei kämpft er zurzeit vor allem um eins: ordentliche Zufahrtsstraßen, die nicht ständig von Baumaschinen blockiert werden. Seiner Ansicht nach ist sein Haus in einem Notfall weder von Feuerwehr noch Rettungsdienst schnell genug erreichbar. Der Baufirma ist das egal. Man hat ihm schließlich ein gutes Angebot gemacht. Er wüsste, was ihn erwartet, wenn er ablehnt. Man arbeitet sein ganzes Leben und investiert in sein eigenes Haus. Und dann erfährt man, dass die Regeln und Bestimmungen, die einen beschützen sollen, nicht mehr gelten. Und dass der Bauherr plötzlich alle Rechte hat. Das ist schon sehr enttäuschend. Zumindest eine Hoffnung gibt es. Die Baufirma darf sein Haus nicht zwangsabreißen. Damit ist klar, Orlando wird nicht klein beigeben. Ich glaube nicht, dass ich hier verkaufen werde. Weil, was soll ich denn machen? Wo soll ich denn hingehen? In einem Jahr soll der neue Luxusbau mit über 200 Wohnungen komplett sein. Dann wird dort höchstwahrscheinlich immer noch ein kleines, unbeugsames Haus stehen. Crazy USA, Platz 4. Wir sind in Borough Park, einem Stadtviertel in Brooklyn. 250.000 orthodoxe Juden leben hier, die größte Gemeinde außerhalb Israels. Unter ihnen auch viele chassidische Juden, das ist die strengste Auslegung der Religion. Männer müssen schwarze Mäntel und Kopfbedeckung tragen. Verheiratete Frauen haben Perücken auf und dürfen keine Haut zeigen. Im ultraorthodoxen Judentum herrscht eine strenge Trennung der Geschlechter. Für Rachel Freyer ist das Alltag und völlig akzeptabel. Noch sehen wir nicht, dass sie hier irgendwelche Regeln bricht. Doch regelmäßig findet in Rachels Haus etwas statt, das bis vor kurzem noch undenkbar war. Das Sanitätstraining von Esras Nashim, übersetzt die Frauenhilfe. Der erste rein weibliche Rettungsdienst der Gemeinde. Zweimal die Woche kommen orthodoxe Frauen aus der Nachbarschaft zusammen, um sich fortzubilden. Bei einem echten Einsatz dürfen wir nicht dabei sein. Dass wir hier überhaupt reden dürfen, hat viel Überzeugungsarbeit gekostet. Dass dieser jüdische Rettungsdienst für Frauen existiert, ist weltweit einmalig. Sanitäter galt hier bisher als reiner Männerjob. Ich stelle damit den Status quo meiner Gemeinde in Frage, denn der war meiner Ansicht nach ungenügend. Im Judentum sollen Frauen anderen Frauen helfen. Wer das nicht wahrhaben will, den fordere ich gern heraus. Die chassidische Gemeinde hatte schon immer ihren eigenen Rettungsdienst, besetzt nur von Männern. Frauen rufen dort ungern an. Sie schämen sich vor den männlichen Sanitätern. 2011 spitzt sich die Lage zu. Zwei Frauen sterben, weil sie sich weigern, einen Krankenwagen zu rufen, mitten in New York. Kurz darauf tun sich ein paar Freundinnen zusammen, um einen weiblichen Rettungsdienst zu gründen. Unter ihnen Rachel. Doch bis dahin war es ein weiter und steiniger Weg für Rachel. Vor allem die strengen Rabbiner in ihrer Gemeinde wollten von einem Frauennotarzt nichts hören.
Ich dachte, wir leben im 21. Jahrhundert. Die Idee ist so gut, das wird überhaupt kein Problem. Ich hatte keine Ahnung, dass mir so viel Widerstand entgegenschlagen würde. Sie sagten, dass ich die Gruppe nicht gründen darf. Und das war ein Fehler. Wenn mir jemand sagt, ich darf das nicht machen, weil ich religiös oder chassidisch bin, dann will ich erst recht zeigen, dass es geht. Um die Skeptiker zu überzeugen, schmiedet Rachel einen Plan. Sie reist nach Israel, um dort die Unterstützung der obersten Rabbiner in Jerusalem einzuholen. In einem Meeting stellt sie ihnen die Idee von Esras Nashim vor, dem ersten Rettungsdienst nur für jüdische Frauen. Zu ihrer eigenen Überraschung geben sie ihr den Segen. Dagegen können auch die mächtigen Männer ihrer Gemeinde in New York nicht argumentieren. Der Rettungsdienst wird 2012 offiziell gegründet. Doch die Frauen müssen mit ihren eigenen Fahrzeugen zum Notfall fahren. Sie haben keinen Krankenwagen. Das bedeutet im Ernstfall eine Menge Zeitverlust. Das will Rachel Freyer nicht auf sich sitzen lassen. Sie kämpft jahrelang für die Lizenz eines Krankenwagens. 2020 kommt endlich das Ja von der zuständigen New Yorker Behörde. Esras Nashim ist jetzt ein echter Rettungsdienst. Nach der Lizenz mussten wir natürlich noch den Wagen selbst kaufen. Meine Tochter Lea war für die Spendenaktion zuständig. Am Ende kostete alles $150.000, die wir gesammelt haben, inklusive Wagen und Trage. Die allein hat $50.000 gekostet. Lea und Ava schieben jetzt zweimal die Woche Bereitschaftsdienst. Für uns nichts Besonderes, dass eine Frau als Retterin arbeitet. Hier war es bisher alles andere als normal. Doch die Zeiten scheinen sich zu ändern. Zum Glück haben wir inzwischen meist auch die Männer auf unserer Seite. Letzte Woche haben wir zum ersten Mal ein Ehepaar gemeinsam abtransportiert. Der Mann hatte genug Vertrauen, sich von uns behandeln zu lassen. Das war ein tolles Gefühl. Und dieser Wandel ist ihr zu verdanken. Und bei Rachel Freyer zu Hause warten schon die nächsten angehenden Sanitäterinnen. Das hier ist ein Delfin in Gefangenschaft. Nein, ist es nicht. Es ist kaum zu glauben, aber dieser Delfin ist nicht echt. Wir haben den Mann getroffen, der mit seiner Erfindung unzähligen in Gefangenschaft lebenden Meeressäugern das Leben in freier Wildbahn zurückgeben will. Crazy USA. Für Platz 3 geht es in das Silicon Valley nahe San Francisco. Hier treffen wir Walt. Immer wenn es in Hollywood um Wasser und große Tiere geht, kommen Walt und seine Firma ins Spiel. Oben im Regal seht ihr die ganzen Formen. Aus der zweiten wurde dieser Hai gemacht. Der ist aus Ein perfekter Sturm. Und das ist die Form von Free Willy. In der haben wir die Haut des Orcas gemacht. Innen ist die ganze Technik, damit er schwimmen konnte. Das war der erste selbstschwimmende Roboter in Lebensgröße, der je gebaut wurde. Die größte Herausforderung war, das Ding zum Schwimmen zu bringen. Da ist so viel Technik drin, ein 200 PS Motor. Alles darin will untergehen. Er musste sich im Wasser realistisch verhalten. Das war sehr schwierig. 20 Jahre, viele Spielfilme und einige Technologiesprünge später hat Walt die Technik so weit perfektioniert, dass seine Schöpfung autonom mit Menschen in einem Pool schwimmen. Aber wie können die Robodelfine spontan reagieren? Die Technologie kommt von unserer Arbeit an Filmen. Da haben wir die Modelle die ganze Zeit ferngesteuert. Aber in einem Aquarium möchten wir, dass er selbstständig schwimmen kann. Wir nennen das den Ausstellungsmodus. Er schwimmt rum oder taucht auf zum Atmen. Aber es gibt auch Momente, da soll er mit dem Menschen kommunizieren. Immer wenn es zur direkten Interaktion mit einem Menschen kommen soll, braucht es noch einen Operator mit Fernbedienung. Was glaubst du, wer sieht besser aus? Walt oder der Papa hier? Keiner. Der Robodelfin sieht täuschend echt aus.
Unter die Silikonhülle schauen dürfen wir nicht. Das Innenleben ist geheim. Walt möchte nicht, dass seine über Jahre perfektionierte Technologie kopiert wird. Aber so viel verrät er. Ohne die rasante Entwicklung von Elektroautos und Smartphones, die leistungsfähige Batterien und Sensoren benötigen, wäre sein Robodelfin nicht möglich gewesen. Diese Tiere sind aus allen möglichen Materialien gebaut. Aber unter der Haut sind es Roboter aus Titan, Stahl und Aluminium. Um die ganzen Achsen in die richtige Richtung zu bewegen. Dieser Mechanismus ist von medizinischem Silikon umgeben. Aber was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, dass sie mehr sind als die Summe ihrer Teile. Es ist keine Maschine oder ein Stück Silikon. Man hat etwas erschaffen, das komplett lebendig wirkt. Das ist Magie. Das Verrückte ist, selbst wenn die Menschen wissen, dass der Delfin nur ein Roboter ist, bauen sie trotzdem eine emotionale Beziehung zu ihm auf und verhalten sich so, als wäre er ein Lebewesen. Wir schaffen es, dass sich Menschen in diese Roboter verlieben und damit das schützen, was ihnen wichtig ist. Und das wollen wir mit diesem Projekt erreichen, dass sich die Kinder von morgen in Meerestiere verlieben und sie als Erwachsene beschützen. Roboterliebe statt lebende Tiere zu quälen. Ein wichtiger Schritt zum Schutz vom Aussterben bedrohter Arten. Denn trotz des internationalen Fangverbots von Walen landen weiterhin illegal gefangene Tiere in diesen Shows. Allein in China sind derzeit 30 neue Aquarien in Planung. Es wird schwieriger, einen Wasserpark mit Tieren aus Gefangenschaft zu betreiben. Man darf Wale nicht mehr fangen oder züchten. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Mit diesen Robotern wollen wir ihnen die Möglichkeit geben, ihr Geschäft weiterzuführen. Deshalb planen Walt und sein Partner weitere Roboter-Orcas und Beluga-Wale, um lebende Tiere in solchen Shows komplett überflüssig zu machen. Mit chinesischen Wasserparks sind sie gerade in Verhandlung. Schon dieses Jahr könnte das erste ausschließlich mit Robotern betriebene Meeresaquarium Wirklichkeit sein. Crazy USA. Für Platz 2 schicken wir unsere Reporterin Lilly Wagner in die Wüste. Und zwar nach Nevada. Mitten im Nirgendwo liegt Empire. Schauplatz für den Oscar-prämierten Spielfilm Nomadland. Empire wurde 2011 ganz plötzlich zur Geisterstadt, nachdem die örtliche Mine dicht machte, der die gesamte Siedlung gehörte. Die Anwohner bekamen damals 30 Tage, um ihre Häuser zu verlassen. Da ist noch Teppich drin. Voll abgefahren. 300 Menschen lebten zur Hochzeit in dem Dorf. Alle arbeiteten für die Mine. Jetzt gibt es hier nichts mehr. Oder doch? Eine Straße weiter entdeckt Lilly ein erstes Lebenszeichen. Hallo. Ja, wer bist du denn? Also hier sieht es auf jeden Fall schon ein bisschen belebter aus. Aber wer lebt in einer Geisterstadt? Lilly hat sich mit der wichtigsten Anwohnerin von Empire verabredet, mit Brandy Wilbur. Brandy ist 38, lebt hier mit ihrem Mann und den drei Kindern. Vor 6 Jahren kamen sie in Empire an, als erste neue Siedler. Jetzt will sie uns erstmal zeigen, was sie neben den verwahrlosten Häusern vorfand. Dieses Gebäude war einmal das Postamt der Stadt. Heute hat sie nicht mal mehr eine Postleitzahl. Wenn ich in ein altes Gebäude gehe, schaue ich, ob ich was brauchen kann. Etwas, was wir woanders im Dorf nutzen können. Die Heizung vielleicht oder die Lampe. Ich weiß, dass die Post nie wieder aufmacht. Also kann ich mir hier nehmen, was ich in einem anderen Gebäude brauchen kann. Wie das Waschbecken. Okay, aber Gratis-Einrichtung kann doch nicht der Grund sein, in eine verlassene Stadt zu ziehen. Den erfahren wir jetzt. Brandy hat hier schon 28 der 100 Häuser komplett sanieren lassen. Mit einem Team von Handwerkern, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Seit 6 Jahren bemüht sich Brandy, Empire wieder aufzubauen und neue Anwohner anzulocken. Wer bezahlt das? Meine Firma, Empire Mining.
Die bezahlt alles, was die Mine und die Stadt betrifft. Wir nehmen ein bisschen was über die Miete wieder ein, aber zahlen natürlich hauptsächlich drauf. Ihre Firma hat die gesamte verlassene Stadt gekauft. Für 12 Millionen Dollar. Inklusive der Mine, die jetzt wieder in Betrieb ist. Für die will Brandy Arbeiter anlocken, unter anderem mit Hilfe günstiger Wohnungen. Und sie hat einen weiteren Trumpf im Ärmel. Einen Gemischtwarenladen am Stadtrand. Es ist der einzige Supermarkt weit und breit. Dieses Waschmittel? Mit frischem Leinenduft. Ja, okay. Bei Brandy gibt es Basics, vom Hundefutter bis zur Küchenrolle. Für frische Lebensmittel muss man 120 Kilometer in die nächste Stadt fahren. Der Laden ist enorm wichtig. Er ist der einzige wirkliche Treffpunkt in Empire. Wir sind so ein bisschen das Informationszentrum der Stadt. Leute kommen hier rein und wollen wissen, was es Neues gibt, was los ist. Ja, und wir wissen es meistens. Tatsache ist, dass die meisten ohne den Laden nicht herziehen würden. So ein Supermarkt ist ganz wichtig für unsere Gemeinde. Brandys Einsatz hat bereits gewirkt. 70 Menschen sind bisher in die ehemalige Geisterstadt gezogen. Eine zweite Chance für Empire. Crazy USA. Für Platz 1 fliegen wir nach Las Vegas. Die Metropole ist längst nicht mehr eine Hauptstadt des Glücksspiels. Sie ist eine der am schnellsten wachsenden Städte der USA. Hier ist auch der Sitz seines Startups. Galliano Tiramani hat eine große Vision. So groß, dass er sich mit Elon Musk vergleicht. Nur statt E-Autos beschäftigt er sich mit Tiny Houses. In dieser Fabrik können wir alle 90 Minuten ein Haus bauen. Mit faltbaren und komplett eingerichteten Mini-Fertighäusern will Galliano den Wohnungsmarkt revolutionieren. So wie Elon Musk es in der Autobranche getan hat. Ein großes Ziel. Wir wollen uns erstmal eines dieser Tiny Houses ansehen. Das Tiny House kostet komplett ausgestattet rund 44.000 Euro. Es ist 38 Quadratmeter klein, aber clever designt. Hohe Decken, viel Licht, viel Stauraum. Eine offene Loftwohnung, die größer wirkt, als sie wirklich ist. Und in den knapp 50.000 Dollar Kaufpreis ist die gesamte Einrichtung mit drin. Das ist das Sofa im Wohnzimmer. Man steht einfach auf, dreht den Fernseher um und schaut im Schlafzimmer weiter. Denn hier steht ein schönes Queen-Size-Bett. Küche, Waschmaschine, Bad. Alles inklusive. Aber das ist längst nicht alles. Gallianos Vision, Häuser am Fließband produzieren, günstig und leicht zu transportieren. Wir schauen uns die Produktionshalle an, in der er den Häusermarkt revolutionieren will. Auf den ersten Blick ist die Halle überraschend leer. Auf einer Fläche so groß wie 3 Fußballfelder entstehen zwar schon die ersten Tiny-Häuser, allerdings noch mit Angestellten und einer überschaubaren Zahl an Maschinen. Bald sollen hier zum Großteil Maschinen arbeiten, Häuser am Fließband. Spätestens dann will Galliano Häuser im 90-Minuten-Takt herstellen. Doch aktuell dauert das noch länger. Das ist das Herz unserer Produktionsstraße. Wir bauen unsere Häuser nicht aus Ziegel und Mörtel oder Holz und Nägeln. Wir benutzen ein System aus laminierten Panels. Damit können wir Wandteile in kurzer Zeit herstellen. Da drüben seht ihr, wie eine Klebemaschine über das Panel fährt. Aus den Düsen kommt Klebstoff und wir legen dann die verschiedenen Schichten der Panels aufeinander. Die Panels sind riesige, viereckige Bauteile, die wahlweise als Wand, Decke oder Boden eingesetzt werden können. Daraus besteht später das Haus. Fehlt nur noch die Innenausstattung. Wenige Meter entfernt werden Küche, Kabel und Rohre eingebaut, direkt in der Fabrik. Das spart Geld und Arbeit für den späteren Hausbesitzer. Und es lassen sich einfach mehrere Falteinheiten zusammenstecken. Man kann so aus einzelnen Tiny Houses einen Apartmentkomplex mit hunderten Wohnungen bauen. Dieses Haus wird gleich gefaltet, daher steht alles auf dieser Seite. Das sind zum Beispiel Kühlschrank und Waschmaschine. Es wird jetzt gefaltet, verpackt und transportiert. Das hier ist die Faltlinie bis zu diesem Scharnier hier.
Das alles klappt zusammen. Dann sind wir bei einer Breite von 2,5 Metern und können losfahren. In nur 15 Minuten kann Gallianos Crew das Haus zusammenklappen und versandfertig machen. Und schon ist ein weiteres Tiny House fertig. Ob er wirklich so groß wird wie sein Vorbild Elon Musk, sehen wir in ein paar Jahren. Mal schauen, ob diese Häuser dann so bekannt sind wie Tesla-Autos.